Er war nicht besonders witzig und er war nicht sehr gut gebaut. Er hatte keine schicken Sachen an. Er war nicht sportlich und nicht laut. Stach nicht hervor aus der Masse und die Jungs aus seiner Klasse verstanden's einfach nicht, denn die Mädels zog es trotzdem zu ihm hin wie die Motten zum Licht. Er war der Beste in Latein, der Allerbeste in Latein. Wie er die Verben konjugierte, Substantive deklinierte, das kann nur er allein. Er war exakt wie eine Maschine, er wusste sogar, wenn er schlief, auf A, B, X, C, Kumsine, Konto und Präfolgt ablativ. Er rezitierte ganze Fabeln, beherrschte die Vokabeln und war immer hellwach. Und die Mädels aus der Klasse wurden reihenweise schwach. Er war der Beste in Latein. Er schrieb nur Einsen oder Zwei und sang eher ein Klagelied. Von Horaz oder von Ovid fing die Mädels an zu weinen. Er war der Beste in Latein. Der Allerbeste in Latein. Wie er die Verben konjugierte, Substantive deklinierte, das konnte er allein. Doch dann bekam er sein Latinum. Sein Leben nahm ne böse Wende.